Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Simon the Sorcerer mit dem Gecko Climber. Heute mal ohne Walkman auf den Ohren. Der gute Simon hat diesmal keine Lust gehabt dazu, ich weiß ja auch nicht. So, und wir gehen jetzt einfach mal hier weiter. Wir sind ja das letzte Mal hier im Wald stehen geblieben. Haben uns hier draußen mal ein bisschen umgeguckt. Wir suchen ja immer noch nach diesem, Was ist denn das für ein Lärm? Kannst du mal bitte still sein? Tut mir leid, Alter. Ich kann dich nicht hören. Jetzt hör doch mal kurz auf! Ich bitte um Verzeihung. Ja, danke. Wie kann ich dir helfen? Was zur Hölle ist das? Was zur Hölle ist das? Dieses Ding ist ein Sausophon. Das ist ein Musikinstrument. Ein Sausophon. Willst du mich verkackeiern? Wie meinst du das? Was ich gehört habe, klang nicht nach Musik. Ich verstehe, alter Junge. Guten Tag noch. Hier bleib ich keine Sekunde länger. Ey, ich glaube, es hakt und so, macht der einen Krach. Können wir jetzt nochmal hingehen? Und, nutze Stift und Magnet mit Bade. So, hau ihm weg, das Ding. Das geht doch so nicht. Hier bleib ich keine Sekunde länger. Natürlich ginge das. Einfach, ja, komm, weg. Einfach rangeschmissen, der Magnet hakt und weg das Ding. Wäre doch ein Plan. So, jetzt nehmen wir mal den anderen Weg hier oben lang. Oh, eine Ausgrabung. Da schauen wir doch mal gleich, was denn da so steht. Bei dem tollen Schild mit der tollen Ausgrabung hier. Da steht... Vorsicht, paläontologische Ausgrabungen. Okay. Schauen wir mal kurz, was das für ein Loch ist. Da gräbt eine merkwürdige Person herum. Okay, hallo? Hallo, ist da unten jemand? Hier ist sonst niemand außer mir. Ja, wer ist denn wir? Haben Sie eine Genehmigung, mein Herr? Das ist natürlich ganz wichtig. Haben Sie eine Genehmigung? Haben Sie eine Genehmigung, mein Herr? Genehmigung? Wissen Sie nicht, wen Sie vor sich haben? Sind Sie ein Pirat, der nach Schätzen buddelt? Sie reparieren eine kaputte Gasleitung. Ja, Sie suchen Steine für Ihre Sammlung, oder? Nee, das ist ein Pirat. Sind Sie ein Pirat, der nach Schätzen buddelt? Nein, ich bin der berühmte Dr. Henry Jones. Aha, den kennen wir doch auch. So, der berühmte wer? Natürlich der bekannte Höhlenforscher. Sie können mich nicht täuschen, Sie sind ein Paläontologe, ja. Der berühmte wer? Der berühmte wer? Spießer. Ich bin der bekannteste Paläontologe der Welt. Ich suche nach der Verbindung zwischen Mensch und Gemüse. Sie meinen Helmut Kohl. Oh je. Oh Mann, für die Leute, die es nicht wissen, der war mal Bundeskanzler, ist auch schon ein paar Tage her. Und Sie glauben... Ja, okay, komm, den muss ich jetzt mal bringen. Sie meinen Helmut Kohl? Nein, ich meine Fossilien, mein Junge. Sie sind der Schlüssel zu diesem Geheimnis. Du hast nicht zufällig welche herumliegen sehen? Fossilien? Was sind Fossilien? Nein. Nein. Sag mir, falls du welche siehst. Okay. Bitte geh jetzt. Ich habe gerade eine neue, vielversprechende Gesteinsader entdeckt. Ich sehe schon, dass ich hier nicht erwünscht bin. Tja, dann gehen wir doch mal weiter und lassen den Dr. Henry Jones hier mal in Ruhe weiterbuddeln. So, was haben wir denn hier? Das ist auch wieder, da ist eine Zwergenmine. Da haben wir die ollen Dingensbummensen. Die, wie heißen sie? Die Walküren haben ja erzählt, dass sie hier ihre Rüstung kriegen. Hey, nur für Zwerge. Ich bin ein Zwerg. Klar bist du einer. Hinfort mit dir, oder du spürst meinen Stahl im Leib. Ist ja gut, ist ja gut. Nette Leute. Ja, das habe ich mir gerade auch gedacht. So, dann gehen wir mal hier oben lang. Schauen mal, wo wir noch so überall hier hinkommen. Wir müssen ja den Wald jetzt noch ein bisschen erforschen, bevor wir hier weitermachen. Vielleicht findet... Weitergehen. Hier gibt es nichts zu sehen, zumindest mal bisher. Aha, ein Doppelportal, ein... Fenster, Fenster, was ist denn das für ein komischer Laden? Gucken wir doch mal. Haustier der Sordid. Ziemlich große und mächtige Türen.
Okay, können wir aufmachen, das Ding. Ich glaube, die muss man von innen öffnen. Das heißt, wir müssen hier irgendwie anders reinkommen, aber hier ist auch sonst nichts. Ich benutze mal gerade. Ach, Moment. Ein Papier. Das wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Ja. Eine Einkaufsliste. Okay, schau an. Eine Einkaufsliste für den Geschäftsinhaber in der Stadt. Aha. Dann gehen wir doch mal den Geschäftsinhaber in der Stadt nachher noch besuchen. Aber zuerst schauen wir uns hier noch ein bisschen weiter um. Ich meine zwar, Moment, Simon, bleib mal bitte stehen. Ich will jetzt gerade nur mal kurz gucken auf der Karte. Die Trollbrücke, das Zentrum des Waldes, das sind da, wo wir jetzt gerade sind. Das heißt, da kommen wir wieder hin. Dann gehen wir mal kurz ins Dorf und geben dem Geschäftsinhaber mal seine, dem Shoppe-Inhaber, seine Einkaufsliste. So. Hallöle. Hierher kommt der Asparagus-Gelee mit all den anderen Gelees. Ja. Dann komm, bin ich jetzt mach mal halblang. Ja, Leute. Hier. Entschuldigung? Ja? Du bist nicht der, der sonst kommt. Er ist krank. Oh, na gut. Sag dem Lieferjungen, dass wir es draußen stehen lassen, wenn wir damit fertig sind. Okidoki. Okay. Gut. Sie lassen es draußen stehen, wenn sie damit fertig sind. Können wir jetzt hier einmal raus und einmal wieder rein? Und dann steht da was? Oder, probieren wir es einfach mal aus. So. Okay, hier ist jetzt nicht... Hierher kommt der Asparagus-Gelee mit all den anderen. Wieso rennt der jetzt wieder hier? Das soll der doch gar nicht. Spinnt rum. Na gut, wir gehen jetzt mal wieder zurück ins Zentrum des Waldes. Weil da waren wir ja schon lange nicht mehr und nehmen jetzt uns mal noch die anderen Wege hier hinten alle vor. Einfach nur, damit wir unsere Karte mal wieder ein wenig erweitert kriegen. Macht ja Spaß. So. Ein Höhleneingang. Den nehmen wir uns doch auch nochmal kurz vor. Hübsch. Sehr hübsch. Okay, es wachsen Bäume in der Höhle, alles klar. Und auf der anderen Seite... Okay, eine Tür und jede Menge, was weiß ich. Gehen wir mal aufmachen, gucken wir mal kurz rein. Vielleicht wohnt hier ja jemand interessant. Ich klopfe besser vorher an. Ja, mach doch meinetwegen. Ja, wer bist du? B. Hallo? Hallo? Jemand zu Hause? Hallo? Ich mich freuen, dass jemand kommen mich besuchen. Ui. Ich mich freuen riesig. Ich glaube, ich habe mich in der Tür geirrt. Ich glaube, ich habe mich in der Tür geirrt. Ich gedenk, du sei mein erster Geburtstagsfreund. Ich gedenk, du gekommen, um mit mir zu spielen. Niemand besucht Sumpfling mehr. Oh, es weint doch nicht. Ich bin doch da. Ich würde ja auch gerne eine... Ich würde auch... Eher in eine Jauchegrube springen? Ich würde ja gerne bleiben und schwatzen, aber ich bin einer wichtigen Mission unterwegs. Du hast Geburtstag? Du hast erstmal so. Geburtstag? Ich habe! Niemand ist bis jetzt hergekommen! Ich verbrachte Jahre damit, Sumpfsuppe zu machen! Ich gespart mein Geld für Partyhüte und Kuchen! Ich alle meine besten Freunde!
Freunde eingeladen. Sie müssen hier sein, bald. Ich wusste nicht, dass du Geburtstag hast. Eigentlich eher schon 2 Wochen her. Deine Verspätung ist aber nicht schlimm. Die anderen es auch sind. Mir gefallen dein Kostüm. Mach dir keine Sorgen. Ich bin hier, um zu feiern. Sitzen! Okay. Ich gebracht Geburtstagssuppe. Oh oh, das könnte nicht gut ausgehen. Okay. Warte, damit bin ich nicht einverstanden. Freund, ich gebe meinen Freund spezielle Sumpfsuppe. Uraltes und geheimes Rezept, das von Sumpfling zu Sumpfling über Generationen weitergereicht wird. Ja. Könnte es denn sein, dass das hier das ist, was wir suchen? Saublöde Frage und so. Das kann ich nicht essen. Ich werde sterben. Was ist in diesem Zeug denn drinne? Ich habe gerade gegessen. Tut mir leid. Okay, dann wollen wir mal sehen. Was ist denn in diesem Zeug drinne? Was ist in diesem Zeug denn drin? Uraltes, geheimes Rezept. Ja, redet um halt. Geheime Zutaten nicht verraten, bis auf eine. Sumpfschlamm, sein sehr wichtig. Schlamm? Und das soll ich essen? Niemand mag Sumpflingskochkünste mehr. Stunde nicht gebraucht, um zu kochen. Jetzt muss er alles wegschmeißen. Niemand kommt zum Essen mehr. Tja, da würde ich mir mal Gedanken machen an deiner Stelle, wenn keiner da kommt zum Essen. Wenn es dich glücklich macht, esse ich ein wenig. Oh je. Will ich das tun? Naja, ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Wenn es dich glücklich macht, esse ich ein wenig. Super! Diese Suppe mir gut gelungen. Die Holzläuse es machen schmackhafter. Ich wünschte, das würde jetzt dir passieren. Ich glaube, ich höre etwas. Wunderschön! Mehr Freunde von mir jetzt da! Oh oh! Niemand da! Ich hoffe, es schmecken genug dafür, Freund! Es war köstlich, aber ich muss jetzt gehen. Für mich nicht mehr, danke, ich bin voll. Okay! Noch eine Schüssel. Tja, das hast du jetzt davon. Das hast du jetzt davon, dass du wolltest, dass es mir passiert. Ist gut für dich. Oh nein. So, die benutzen wir jetzt mit dem Glas und konservieren mal ein wenig davon. So. Sole, und schon haben wir ein wenig Sumpfschlamm. Ich hoffe, es schmecken genug dafür, Freund. So, es war köstlich, aber ich muss jetzt gehen. Für mich nicht mehr, danke, ich bin für voll. Für mich nicht mehr, danke, ich bin voll. Iss auf, ist gut für dich. Oh nein. Das ist ein Netz. Und ein Eimer. Können wir die einfach mal einsacken? Komm, geh mal einsacken. Ich kann den armen Kerl doch nicht bestehlen. Ach komm, das ist ein Adventure. Da wird überall alles geklaut. Ich kann den armen Kerl doch nicht bestehlen. Sitzen! Das war jetzt nicht so toll. Iss deine Suppe! Gibt's hier noch irgendwas? Eine Kiste. Oh, was ist denn in der Kiste drin? Das ist eine leere, hölzerne Kiste. Können wir die denn einsacken? Das ist eine Nummer zu groß für mich. Jetzt stell dich nicht so an. Ey, guck da mal, was du sonst noch so alles dabei hast. So, jetzt machen wir einfach mal die Tür auf und hauen ab. Ich glaube, der gute... Sitzen! Ist ja gut, Mann.
So, weg hier. Ich muss mal kurz wohin. Für kleine Zauberer und so. Glück gehabt. Tja, gegessen haben wir es trotzdem, Kumpel. Okay. Ein Spezienglas. Mit Sumpfsuppe. Ein Glas mit scheinbar lebendigem Sumpfschleim. Okay, brauchen wir den für irgendwas? Keine Ahnung. Wir werden uns jetzt hier einfach mal ein wenig weiter umschauen. Vielleicht kommen wir ja auf das eine oder auf das andere. Machen wir noch ein paar Wege, die wir gehen können. Ich glaube, waren wir hier schon? Ich meine fast, ich werde es gleich sehen. Nee, da waren wir noch nicht. Gut, gehen wir jetzt diesen Weg noch mal ein bisschen weiter. Und schauen mal, wo ist denn hier noch... Wer bist denn du? Wie soll ich jetzt weiterleben? Ein Holzfäller. Was ist mit dir los? Entschuldigung. Was gibt's? Du siehst aus, als ob du Aufmunterung nötig hättest. Sag mir, was dich bedrückt, Holzfäller. Die Sonne scheint, hippipura. Du bist besonders gut drauf, was? Du siehst aus, als ob du Aufmunterung nötig hättest. Niemand kann mich aufmuntern. Mein Leben ist zerstört. Ach komm, es ist nie zu spät, um gut drauf zu sein. Aber leben wir nicht in einer wunderbaren Welt? Man muss eben Leichtes und Schweres ertragen. Das Leben ist kein Zuckerschlecken, weißt du? Unsinn! Ach. Es ist nie zu spät, um gut drauf zu sein. Du hast gut reden. Womit habe ich das verdient? Menschenskinder, jetzt red doch mal! Mit wem redest du? Du bist wirklich ein alter Grießkram. Ich hoffe, Pech ist nicht ansteckend. Mit wem redet mit der wem redest du? Hernja, der Jäger, Gott des Waldes und der verdrehten Eingeweide. Doch das Problem sind die Bäume. Bäume? Bäume. Die großen braunen Dinger mit grünen Teilen dran? Bäume, genau. Ja, und was ist, was mit, ist den denn mit den Bäumen? Es sind nicht alle Bäume, nur die hier in der Gegend. Och, Mann, muss ich dir hier alles aus der Nase ziehen? Was ist denn an diesen Bäumen so besonders? Sie haben so eine Art magischen Schutz über sich. Die Schläge meiner Axt prallen einfach ab. Okay, hört sich an, als ob es sich um Gummibäume handelt. Jo. Hört sich an, als ob es sich um Gummibäume handelt. Ja, das habe ich erwartet. Okay, und warum gehst du nicht in einen normalen Wald zurück? Hast du die Axt auch richtig herumgehalten? Ja, das ist natürlich wichtig. Hast du die Axt auch richtig herumgehalten? Ich habe versucht, sie auf jede erdenkliche Art zu halten, aber ohne Erfolg. Okay, jede erdenkliche Art? Deine Finger hast du aber noch alle, oder? Na gut, aber warum ist er denn überhaupt noch hier, wenn es ihm nichts bringt? Warum gehst du nicht in einen normalen Wald zurück? Weil mein ganzes Geld in diesem Haus steckt. Ich kann es mir nicht leisten, zurückzugehen. In der Broschüre sah es aus wie ein wahres Holzfällerparadies. Jetzt weiß ich, warum keiner sonst hergekommen ist. Tja, da hat dich jemand übers Ohr gehauen. Ich wette, du kommst dir so richtig dumm vor. Es muss etwas geben, was du tun kannst, natürlich. Es muss etwas geben, was du tun kannst. Das Einzige, das mir helfen kann, ist eine Axt aus Milrit. Milrit? Es ist eine Abart von Mithril und es ist das härteste bekannte Metall. Aus Milrit, okay. Was auch immer, was härter als Diamant? Du solltest deine Axt aus mir machen, ich bin hart. Oh, das kann man aber auch anders verstehen. Nun, da hast du das Problem gelöst. Ich werde sehen, ob ich welches für dich bekomme. Was? Härter als Diamant? Das ist gut. Was? Härter als Diamant? Diamant ist kein Metall. Aber es ist härter als Diamant und noch seltener.
Ich kenne noch nicht mal einen, der es gesehen hat. Hast du die Zwerge schon mal gefragt? Also wenn einer, dann wissen die doch, wo man das sowas herkriegt. Hast du schon mal die Zwerge gefragt? Wenn du Mithril willst, sind die Zwerge das Richtige. Aber diese gestutzten Kerle wissen absolut nichts über Milrit. Als ich sie fragte, gaben sie mir nur diesen Metalldetektor. Aha. Gib mir den Metalldetektor und ich werde mich mal umsehen. Jo, wir haben ja sonst nichts zu tun. Glaubst du, hier in der Gegend könnte welches sein? Wie kommt ein Metalldetektor in diese Dimension? Das ist natürlich auch eine gute Frage. Hat es irgendwas genützt? Tut mir leid, aber dein Geschwätz langweilt mich zu Tode. Mach's gut. Wie kommt ein Metalldetektor in diese Dimension? Wie kommt ein Metalldetektor in diese Dimension? Was machst du in dieser Dimension? Für das Wohl der Menschen arbeiten. Dieser Metalldetektor erkennt Metall. Warum nimmst du ihn nicht und suchst die Gegend nach Milrit ab? Du würdest auch nicht schlechter als ich abschneiden. Okay. Ja, wir haben ja sonst nichts zu tun, Mann. Toll, wir haben einen Metalldetektor. Und wenn wir den jetzt hier benutzen? Ich glaube, hier finde ich kein Milrit. Ich hätte wissen müssen, dass das passiert. Jetzt kannst du denn nicht mal mit dem... Es war zu schön, um wahr zu sein. Weiß der, wo man was finden könnte vielleicht? Moin, Holzfäller! Oh, hallo. Erfolg gehabt? Nein. Ich habe nicht viel erwartet. Lass mich allein. Ich befinde mich gerade in einer ewigen Tiefphase. Mann, ey, komm, ich lass dich mal bei der Trübsal blasen. Hey, der ist ja schlimm, ist der. Okay, hier müsste es doch... Gibt's hier irgendwas? Oh, hier unten. Schlucht. Schau an, Schlucht. Da ist jemand am Fischen. Oh, cool. Hallöle. Es ist unmöglich, eine Konversation mit einem leblosen Gegenstand zu führen. Ja, da unten ist jemand am Fischen. Mit dem Loch konntest du auch reden. Ach. Können wir denn die Leiter nehmen und, Das geht doch so nicht. Natürlich geht das. Na, egal. Ach, halt. Können wir denn auch fischen? Mit dem Ding hier? Das geht doch so nicht. Und der hier? Ich glaube, hier finde ich kein Milrit. Na gut, dann würde ich sagen, dieser schöne Wasserfall hier im Hintergrund ist genau das richtige Panorama, um diese Folge hier zu beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, tschüssi!